So, nochmal zum Zeilen- und Absatzabstand. Also diese Zeilen untereinander, die haben hier einen bestimmten Abstand, der ist hier auf 0 gesetzt. Und ich kann aber auch hier hergehen und sagen, ich kann auf 1,15 setzen. Und das wirkt sich, wie gesagt, auf den ganzen Absatz aus. Absatz definiert sich immer hier vom Textanfang bis zu dieser Absatzmarke. Wenn ich den hier in der Mitte mal trennen würde mit einer Zeilenschaltung, dann habe ich hier zwei verschiedene Absätze. Und wenn ich hier meinen Cursor drin habe und sage, hier soll der Zeilenabstand zweifach sein, dann wirkt sich das eben nur hier auf diesen Absatz aus und nicht auf den drüberen. Ja, ich kann auch nicht nur den Zeilenabstand ändern, ich kann auch den Abstand vom Absatz erhöhen. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier reingehen und sagen, davor soll dieser ganze Absatz zum anderen Absatz 1,6 cm betragen. Ich mache das mal wieder rückgängig, dass man das auch besser sehen kann. Ich mache mal diesen Absatz wieder auf 1 und setze hier nochmal einen Absatz rein. So, und jetzt befinde ich mich mit dem Cursor hier und jetzt kann ich den Abstand vor diesen Absatz erhöhen, aber auch danach.